Hallo, guten Morgen. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich möchte heute gerne mal wieder was mit Paste machen, denn ich war im Wald spazieren und so tolle Farben und Strukturen gesehen. Deswegen habe ich hier auch schon meine Paste hingestellt. Ich habe hier nicht viel, das soll für die ganze Fläche reichen. Die ist sehr fest, wie du siehst. Also die werde ich hier über die Fläche verstreichen. Fangen wir einfach an. Ich freue mich schon drauf. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich habe also mein Werkzeug mir hier hingelegt. Das ist ein großes Palettenmesser. Das werde ich verwenden. So, für den Anfang, die Leinwand ist verpackt und die Folie, die will ich noch verwenden nachher. Also leg die einfach zur Seite. Ich lege sie einfach erstmal auf den Boden. So, jetzt habe ich meine Paste. Die gebe ich hier auf die Leinwand drauf. Man fällt schon von alleine. Also einfach rausnehmen aus den Schälchen, auf die Leinwand geben und dann verstreichen. Auch jetzt beim Verteilen kannst du das Werkzeug einfach ausprobieren, denn wir wollen ja ein bisschen Struktur haben. Und das macht halt Spaß. Also damit kommst du auch wunderbar in die Malerei hinein. Das ist echt eine große Leinwand. Und ja, es reicht aber, wenn so dünn die Fläche, die Paste drauf ist. Und ich sehe, hier bildet sich immer das Kreuz ab. Dann zieh es einfach so glatt, heb es einfach ein bisschen an, dann ist die Leinwand wieder locker. Oder aber du legst dir ein Brett oder eine Pappe drunter, unter das Kreuz und dann ziehst du mit dem Werkzeug ganz leicht darüber, dann geht das auch ganz gut. Es ist verteilt und jetzt kannst du auch nochmal nachwischen mit der Hand. Dann kommt nochmal eine andere Struktur. Kannst damit auch noch ein bisschen verteilen, das geht ganz gut. Nehme ich einfach meine Knisterfolie hier und drückt die einfach in die Paste und dann habe ich einen schönen Abdruck gleich und der sieht so aus wie diese Baumwurzeln, finde ich. Die waren nämlich auch so eckig und lang und gebogen und ja, genau sowas kriegst du jetzt da rein. Ja, diese Abdrücke, die kann man jetzt ganz gut sehen. Ich habe gar keine hohe Struktur, aber immer diese Abdrücke von der Folie. Sieht gut aus. Jetzt will ich gleich mit zwei Farben arbeiten. Ich habe hier einmal so einen schönen, ja, so ein Beige. Und das gieße ich jetzt einfach mal drauf. Es macht auch Spaß. Also einfach raufgießen und kleine Formen und Muster gießen. Das macht Spaß. Das befreit auch irgendwie. Jetzt verteile ich einfach nur die Farbe ein bisschen über die Fläche, über die Struktur. Ein toller Effekt jetzt. Habe ich hier mehrere Farbtöne drin, also so helle und dunklere Farben. Und insgesamt ist eine ganz schöne Mischung, finde ich. Im Bereich ist es insgesamt ein bisschen dunkler. Dann nehme ich nochmal so einen Waldboden und gieße den hier rauf. Kannst halt den Schwamm benutzen zum Verteilen oder einen Pinsel. Guck einfach, was du da hast. Und ja, jetzt verteile ich das erstmal. Thank you.
arbeite hier zügig hintereinander weg. Da ist die Oberfläche noch recht empfindlich. Da reißt mir, genauso wie hier, die Spachtelmasse wieder. Kann passieren natürlich, dass dann die Masse noch nicht durchgetrocknet ist und sich wieder löst durch das Arbeiten auf der Fläche, weil man eben zu schnell hintereinander wegarbeitet. Also lasst es ruhig die Paste erstmal richtig gut durchtrocknen. Mir überlegt, noch mal ein Weiß dazu zu geben. Da habe ich hier noch mal so ein Weiß angemischt. Das glaube ich, ich möchte es heute ein bisschen heller, pastelliger haben. Bisschen heftig, aber ist egal, ich finde es gut. So lasse ich es. Das ist mein toller Waldspaziergang, der so schön war, und die Farben spiegeln das so wieder, auch dieser waldige Boden und dieses ganze Moos, was ich überall gesehen habe. Also das, ja, das ist jetzt das Bild dazu. Und es ist halt nicht schwer, sei mutig, mach einfach und lass die Paste erstmal trocknen richtig, sonst löst du die wieder an, so wie ich jetzt das hier gerade gemacht habe. Also viel Spaß bei deinem Waldspaziergang, da beim Malen, bei was auch immer du jetzt machen wirst. Mach einfach, einfach machen. Genau. Danke fürs Zuschauen, danke für dein Like, danke für dein Abo. Gerade einen Kaffee aufgesetzt und das Bild rausgestellt. Ja, also der Kaffee ist leider noch nicht fertig, ich muss noch einen Moment warten. Das Bild kennst du, das ist schon im Kanal. Ja, und dann setze ich mich hier zu, trinke meinen Kaffee, genieße das Bild, den Anblick. Auch wenn heute die Sonne nicht scheint, es ist sehr warm und das Bild kann erstmal durchtrocknen. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Selbermachen. Starte jetzt durch, trink auch vorher sonst noch kurz einen Kaffee und dann geht's los. Erstmal Paste auftragen und dann muss das sowieso erstmal trocknen.
Also schön, dass ihr alle da seid. Macht's gut. Tschüss. Im Buch findest du natürlich auch was zur Struktur, auch wie man die betonen kann. Und ein paar Übungen sind da drin. Da kannst du einfach nochmal reinschauen. Ansonsten schreibe ich dir immer wieder unter das Video, welche Produkte ich dir empfehlen kann zu der Paste. Ich mische sie mir oftmals selber her. Also ich stelle sie mir selber her und dazu gibt es auch ein Video in meinem Kanal. Wenn ich dran denke, stelle ich das auch unter das Video. Also in den Kommentaren ganz oben pinne ich das auch immer nochmal. Da kannst du nochmal hingucken. Ja, also danke für deinen lieben Kommentar. Ich freue mich total. Ich lese sie immer und freue mich dann. Oftmals bin ich dann schon wieder unterwegs, aber dann lese ich sie halt unterwegs und freue mich dann. Und ja, es ist eine sehr, sehr schöne Gemeinschaft hier, wie schon so oft gesagt. Also ich kann es aber eigentlich gar nicht oft genug sagen. Also danke, dass ihr da seid und danke für eure Unterstützung auf allen Ebenen. Hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!